Hallo, wir haben das Projekt Zeit ist Technik. Und in dem Projekt geht es darum, dass beim Einkaufen verliert man immer viel Zeit und ja, da geht es darum, wir haben uns erstmal die Frage gestellt beim Brainstorming, was sind überhaupt die Zeitfresser bei uns im Alltag? Das sind zum Beispiel langweilige Dinge wie Einkaufen. Man kennt das bestimmt, man rennt dreimal durch sämtliche Reihen, Regale und so weiter, bis man alles hat. Also haben wir uns gedacht, man könnte ja Zeit sparen. Und da man meistens nicht weiß, wo was steht, könnte man ja sozusagen markieren, was wo steht auf einer Karte. Und dann die Punkte sozusagen abarbeiten. Das heißt, da steht da, aha, da bin ich gerade letztes Mal noch vorbeigerannt. Diesmal sagt mir meine Handy-App, ja, du musst jetzt da anhalten, weil das steht da auch. Und dafür haben wir auch schon was vorbereitet. Ja, also man sieht jetzt hier unser Kaufhaus mit den einzelnen Regalen und man hat ein Suchfeld, wo man jetzt seine Produkte, seine Einkaufsliste eintippen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt Saft kaufen möchte, gibt man Saft ein. Und da sieht man schon, ich war fleißig, es gibt aber hauptsächlich, wir haben jetzt nicht für alles was eingetragen, da gibt es jetzt zum Beispiel Orangensaft, Apfelsaft, Multivitaminsaft und Tomatensaft. Das heißt, große Auswahl, man kann sich alles nochmal aussuchen, aber es sagt mir, okay, der Saft steht jetzt in dem Regal Getränke und nicht hinten an dem Ende. Und man kann sich auch überlegen, wenn ich zum Beispiel jetzt hinten bei dem Regal Wurst, ich brauche Salami und ich brauche Apfelsaft, da renne ich natürlich nicht erst zu Salami, wie man das sonst machen würde, steht ja oben, sondern nehme ich erst meinen Apfelsaft und dann meine Salami mit. Ja. Und das geht auch mit mehreren Suchbegriffen. Also man kann jetzt zum Beispiel auch Nudelholz. Und dazu möchte ich meinetwegen noch eine Cola kaufen. Dann suche ich das und dann sagt das mir, okay, bei Haushalt gibt es das Nudelholz und die Cola gibt es bei Getränke. Und ja, später wollten wir das dann auch noch mit so verbinden, dass einem angezeigt wird, wie der schnellste Weg durch den Supermarkt ist. Das heißt, dass die Wege noch extra berechnet werden, welches wo am schnellsten lang geht, welcher Weg der kürzeste ist. Jetzt müssen wir mal unsere Präsentation wiederfinden. Und ja, der Einkaufszettel wird halt grafisch dargestellt und es wird auch noch berücksichtigt, was für Preis drin ist, was für Allergene, also wie viel es kostet, ob es zum Beispiel, was weiß ich nicht, Nüsse enthält oder nicht und ob es vegetarisch ist. Ja, das sieht man jetzt halt nur noch nicht. Ja, und zur Verbesserung kommt halt noch der Routenplaner mit dazu und es soll später halt auch nicht nur auf einen Laden spezialisiert sein, sondern es soll dann auch nicht nur jetzt Getränkemärkte und so weiter, es soll dann auch so Computerläden und Schuhe, wo man Schuhe kaufen kann. Man macht dann halt seine Einkaufsliste Schuhe zum Beispiel und ich brauche Käse und ich brauche meinetwegen noch einen USB-Stick und dann macht er dir auch eine Route durch die Stadt zu den einzelnen Einkaufsläden. Wobei dann häufig besuchte Läden halt bevorzugt werden, weil wenn man sich merkt, die App merkt sich dann, okay, ich gehe lieber, weiß nicht, in Aldi als in Lidl einkaufen oder als Netto, dann führt mich das natürlich in der Stadt, wo ich noch nicht war, öfter zu meinem Aldi, weil ich den halt zu Hause öfter besucht habe. Ja, und wir bedanken uns jetzt fürs Zuhören.